Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und wir spielen eine neue Runde Banished. Und ich werde euch versprechen, in dieser Folge werden wir uns ein bisschen mehr um unsere Leute hier kümmern, anstatt um... Hey, der stellt sogar schon Werkzeuge her. Den habe ich eingestellt, aber den Taylor nicht. Interessant. Anstatt um die infrastrukturelle Ausbauten von unserer kleinen Siedlung hier. Wir haben im Moment eigentlich alles. Wir haben einen Förster, wir haben einen Steinbruch. Okay, wir könnten jetzt noch eine Eisenmine bauen. Aber da brauchen wir im Moment noch nicht so viel. Und hier liegt ja auch noch genug rum, sehe ich gerade. Wir haben genug Nahrung. Das ist die größte Voraussetzung dafür, dass wir unsere Zivilisation ausbauen. Und ich würde sagen, jetzt investieren wir doch einfach mal ein bisschen Zeit und Geld darin, oder Zeit und Ressourcen, darin, uns um eine Bildungsstelle zu kümmern. Dass unsere Leute nicht dumm wie Stroh sind, sondern auch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Da brauchen wir dann natürlich auch noch einen Lehrer für. Und ich weiß schon wieder nicht, da. Oh, einen Brunnen sollten wir auch unbedingt bauen. Unbedingt einen Brunnen bauen. Das ist echt wichtig. Weil wenn hier eins anfängt zu brennen, dann fackelt mir die ganze Bude ab. Das muss ja auch nicht sein. Und einen Arzt könnte ich langsam mal machen. Ich meine, meinen Leuten geht es eigentlich recht gut. Das liegt an den Heilkräutern. Wir haben 4100 Nahrung. Wow. Das ist ordentlich. So viel hatte ich, glaube ich, noch nie. Und was ist? Ja, natürlich. Holz und Stein. Oh mein Gott. Arbeitet ihr nicht schnell genug? Muss ich euch mal mit der Peitsche kommen? Muss ich bestimmt mal mit der Peitsche kommen. Ich glaube, wir haben gar nicht genug für eine Schule. 50, 16, 16. Und wir haben 3, 16 und 40. Ah, 3, 11. Wo schleppt ihr die Steine hin? Es wird nichts mehr gebaut. Wo schleppt ihr die Steine hin? Aber irgendwo sind meine Leute noch gerade beschäftigt. Hä? Wo sind denn bitte meine Bauarbeiter noch dran beschäftigt? 4 von 4. Habe ich irgendwas gebaut, wo ich jetzt mich spontan nicht mehr dran erinnere? Ach, den Brunnen. Ja, ist richtig. Den Brunnen. Der braucht 4 Leute? Ernsthaft? Das ist krass. Ach ja, wir haben keinen Stein mehr, ne? Ja, ist ja nicht so, dass ich das nicht vor 20 Sekunden noch gesagt habe. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich bin die Verpeiltheit in Person manchmal. Wir sind immer noch 100%. Ich glaube, die werden wirklich erst dann richtig nützlich, wenn hier wirklich 15 von 15 Menschen drin am Arbeiten sind. Ach, das Problem ist, wenn wir jetzt eine Schule bauen, dann fangen die Leute nicht mit 10 Jahren an zu arbeiten, sondern ich glaube erst mit 12. Die Schule ist 2 Jahre lang. Keiner hat Werkzeuge. Nö, liegt auch nichts hier eingelagert. Aber so nach und nach kriegen sie jetzt wieder, ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Muss ich mich auch gerade noch mal ein bisschen um Eisen kümmern, dass der nicht auf dem Trockenen irgendwann landet da unten. So. Ja, es wäre jetzt echt fatal, wenn ich jetzt direkt noch eine Eisenmine hinterher bauen würde. Aus dem einfachen Grund, weil die auch 15 Leute brauchen, wenn ich die Steinmine noch nicht mal voll kriege. Ich würde sagen, ich konzentriere mich erstmal auf Stein, weil Eisen bis auf die Werkzeuge im Moment echt noch uninteressant ist. Noch. Ich sage bewusst noch. Das wird noch richtig, richtig ein Kampf werden um das Eisen. Und ich bin schon ein bisschen froh, dass es hier keinen Multiplayer gibt. Würde ich mich, glaube ich, komplett blamieren. So, ich muss erstmal Häuser bauen, dass hier noch mehr Leute reinkommen. Es hilft alles nichts. Ups. Hier unten läuft die Herde rum. Hallo, der Jäger ist da oben. Wären sie so freundlich und würden da... Nein? Okay. 7% voll, 83%. Ja, liegt daran, weil die Häuser hier einfach näher da dran sind.
Sobald wir hier drüben noch ein bisschen mehr hinbauen, dann wird da auch mehr drauf zugegriffen. Oh, da geht's schon wieder in Richtung Winter. Es geht alles so schnell hier. Denkt doch mal einer an die Kinder. Ja, ich versuche an die Kinder zu denken. Aber ich brauche erstmal Leute für einen Steinbruch. Also Kinder. Ist mir eigentlich egal, wie alt die sind. Leute für einen Steinbruch. Und die müssen halt nun mal nicht ausgebildet sein. Das ist so. Das wäre Perlen vor die Säue geschmissen. Stellst ja auch keinen mit einem Masterabschluss irgendwo in den Steinbruch und sagst ihm hier, hack da mal die Wand weg. Bist du beschäftigt. Mach mal. Geht ja nicht. Die Leute kosten ja auch Geld, ne? So, das Lager hier drüben ist der volle Erfolg. Wirklich. Ja, okay, das Stein, was hier rausgetragen wird, das wird wahrscheinlich sofort hier hinten weiter verbaut. Ja, sieht ganz danach aus. So, wie sieht's mit Werkzeugen aus? 9 Stück auf Lager. Das ist schon mal sehr gut. Feuerholz haben wir auf einen Haufen. Er müsste gleich wieder rummeckern, so von wegen, wir haben kein normales Holz. Hm. Stimmt, wollte ich hier unten ja auch noch was hinbauen. Und wie hier sofort jemand ninja-mäßig einzieht. Erstaunlich. Nee, die schicke ich in die Steinmine. Wenn ich sie finde, da. Tschüss. So, warum seid ihr jetzt nicht mehr so 100% glücklich? Weil kalt oder... Ey, wir haben 17 Grad. Und Schnee. Erklärt mir das jemand? Ich meine, ich bin da jetzt nicht so... Warum liegt da Stein? Da hat jemand Stein vergessen. Hallo, kann mal bitte jemand den Stein da mitnehmen? Unglaublich. Und er hat aufgehört zu arbeiten, weil... Kein Holz? Kein Holz, okay. So, warte. Brauchen wir noch einen Hunter? Einen Förster? Komm, Hunter. Mehr Nahrung. Now. Ist ja nicht so, dass wir es nicht hätten. Aber wenn wir jetzt hier unsere Siedlung ein bisschen ausbauen, wäre das schon cool, wenn wir noch ein bisschen Nahrung hätten. Der Brunnen hat im Übrigen die nette Eigenschaft, dass er Leute um sich rumsammelt. Das ist dann praktisch so ein kleiner Treffpunkt. Das gleiche passiert mit der Town Mall, glaube ich. Oder Town Hall. Hier wird es wohl kein Einkaufszentrum geben. Und bei der Kirche ist es, glaube ich, auch so. Kapelle. Ne? Aber es ist riesig, das Teil. Das ist schon keine Kapelle mehr. So. Ich habe das schon wieder zugeklickt. Das macht aber auch überhaupt nichts, du... ...in Steinbruch. Wo ist das Problem? Firewood. Ich habe hier hinten noch irgendwo gesehen. Nein, da liegt jetzt Stein. Hier ist doch 24. Liegt doch noch. Außerdem, hallo? Ich hoffe, das ist Fahrenheit. Weil wir haben 31 Grad. Jetzt mal ernsthaft. Kalt? Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie Fahrenheit und Celsius umgerechnet wird. Bin ich jetzt gerade sogar überfragt. Gut, ist ja nicht so, dass das auch was Neues wäre, aber... Die Anzeige kommt mir gerade doch schon ein bisschen seltsam vor. Okay, ich wollte auch noch einen Handelsposten bauen und eine Schule. Und warum habt ihr kalt? Geht doch da vorne hin und... Ja, aber ja, Hauptsache, ihr habt hier die komplette Produktpalette an Fressalien bei euch im Haus, ne? Feuerholz, pff. Hey, giss es. Ist mir vielleicht irgendjemand weggestorben in der letzten Zeit? Also der ist immer noch... Ich muss Holz so absammeln gehen. Es geht nicht anders. Ansonsten erfrieren mir die Leute hier noch.
Also ich hätte nicht gedacht, dass der Sammler hier oben echt so gute Arbeit macht. Bei meinen anderen Versuchen habe ich erstmal das ganze Zeug versucht, mit den Feldern aufzufangen. Aber dadurch, dass sie nur von Frühjahr bis Herbst bestellt werden und im Winter gar nichts mit denen passiert, ist nicht so geil, möchte ich jetzt mal sagen. Also da hatte ich mehr zu kämpfen. Aber jetzt das hier geht recht gut mit dem Gatherer. Gut, es ist ja mittlerweile auch nicht mehr der einzige. Wir schicken einen. Gut, wir brauchen noch einen für die Schule gleich. Also schicken wir zwei in die Mine. Dass wir das hier hinten mal ordentlich ins Rollen kriegen, dass wir uns zumindest mal um Stein erstmal keine Gedanken mehr machen müssen. Und ich frage mich wirklich, was mit dem Loch passiert, wenn die ausgeschöpft ist. Bleibt dann da einfach das Loch bestehen für immer und ewig oder schütten sie es mit Erde zu? Ich weiß nicht. Also so würde ich es machen. Ich würde irgendwo Erde herholen und wenn es hier aus dem Fluss ist, dann wird das da reinkippen. Ja. Ich kümmere mich ja schon um neue. Warum habt ihr kalt? Wo ist das Problem? Das ist ziemlich sicher Fahrenheit. Ich denke nicht, dass wir 64 Grad Celsius haben. Nee. Glaube ich nicht. Glaube ich echt nicht. Okay, wo baue ich die Schule hin? Am besten relativ nah an den Rest. Würde sich jetzt mal anbieten. Aber nicht direkt dahin. Auch nicht direkt dahin. So, und dann da ein bisschen was freilassen. Oder da. Ich baue es dahin. Oder? Ja, ist eigentlich ein schöner Platz für eine Schule. Okay, wir haben wieder einen übrig. Den stecke ich auch in die Mine. Was soll der Geiz? Ab in die Minen. Ich hätte den natürlich auch als Hunter nehmen können. Wie viele Heilkräuter haben wir denn eigentlich? 131 und 86. Wie viel produziert? Ach du... Okay. Gut, davon brauche ich keinen zweiten im Moment. Die Fischer habe ich eigentlich auch noch nicht vermisst. Ja. Sieht doch recht gut aus. Warum lagert ihr das Stein da? Da ist ein Lager. Tragt's doch dahin. Wo ist das Problem? Logs, Stone. Ja, wenn ihr Stone mal von da abholen würdet. Was machen die damit? Ah, stimmt. Da müssen wieder diese Packesel kommen, müssen es mitnehmen. Das machen die selbst gar nicht. Okay. Never mind. Ich hab nichts gesagt. So, woran liegt's hier? Am Holz. Ja, nie ist klar. So, pass auf. Der sollte eigentlich reichen. Und dann baue ich hier hinten das nächste, was ich mache, nachdem die Schule da ist. Hier kommt ein Förster hin. Dann können die sich zuschmeißen mit ihrem Holz. Hast du das jetzt wirklich erst weggetragen? Ernsthaft jetzt? Und es reicht immer noch nicht. Nein, nur das Nötigste wird jetzt hier abgebaut. Okay, jetzt aber, komm. Hier fehlt doch nur noch ein Holz. Wo ist das Problem? Ne? Aha. Danke. So, jetzt müssen natürlich nur noch die Arbeiter kommen und müssen es auch fertigstellen. Oh, das geht aber zügig. Das ist super hier. Hoppala. Ja, Loks. Ich weiß. Aber ich kann da leider nicht mehr. Bäume wachsen halt nicht schneller. Es tut mir ja leid.
Ich würde ja gerne was daran ändern, aber geht nicht. So. Ein Lehrer da rein und... Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis Studenten kommen. Und zwar... Der hier müsste nächstes Jahr da reinkommen. Der müsste nächstes Jahr da reinkommen. Da lebt einer mit 39 alleine. Wow, der wird auch alleine sterben. Oh, ich brauche einen Friedhof bald. Ich brauche bald einen Friedhof. Noch nicht jetzt gerade, aber bald. Und warum habe ich wieder kein Leder? Macht ihr hier oben überhaupt was? Das ist in der Tat gerade die Frage, weil rundherum sind hier gerade keine Tiere. Doch, da hinten. Da hinten sind Tiere. So, in die Mine. Ich glaube, das mit Stein haben wir mittlerweile ganz gut unter Kontrolle. Was jetzt halt noch ist, ist Holz. So, pass auf. Ich werde erstmal hier den Stein entfernen. Ist da auch noch irgendwo Eisen? Da, ach ja, komm, hier, die zwei Eisen machen wir dann auch noch direkt weg. Los, jeder, der nichts zu tun hat, aufs Feld. Ah, ich finde das schön, die Leute hier rumkommandieren zu können. Nein, das Spiel gefällt mir richtig gut. Es ist schwierig zum Reinkommen und es wird auch immer komplexer zum späteren Spielverlauf hin. Es ist verdammt schwierig zum Reinkommen. Bis man da wirklich mal den perfekten Mittelweg zwischen ich baue jetzt neue Häuser, damit neue Leute kommen und verdammt, ich habe nicht genug Essen. Bis man den mal gefunden hat, dauert es einen Moment. So 4, 5 Neuanfänge. Das ist so ein bisschen frustrierend, weil einem das Tutorial erklärt das einem alles so, ja, ist total einfach und du musst nur, wenn das passiert, musst du nur da klicken und dann ist das alles wieder sofort in Ordnung. Und dann spielst du das erste Mal selbst und nach 10 Minuten sterben einfach alle deine Leute an irgendwas. Da denkst du dir einfach nur so, what? Nein, aber wenn man mal drin ist, macht das Spiel richtig, richtig Laune. Auch wenn das vielleicht zum Zuschauen her ein bisschen langweilig ist. Aber hier haben sich ein paar Leute echt Gedanken drum gemacht. Um das komplette Konzept. Und das möchte ich gerne honorieren. Wie gesagt, bis meine ganzen Leute hier meinen, sie müssten abnippeln und irgendwas, ja. Bis dahin machen wir dieses Let's Play. Wir brauchen Leute, die Sachen sammeln und dahin tragen. Ich habe keine. Weil die laufen jetzt alle, wir haben ja halt jetzt, ah, wir haben Early Winter. Ah, jetzt kommt der Schnee, okay. Das ist irgendwie manchmal mit den Jahreszeiten nicht ganz so. Iron Firewood. Ja. Altbekannt, ne? Ich glaube, langsam wäre es echt mal Zeit für... Der hat immer noch keine Stunde. Ah, er hat einen Student. Yay. Langsam ist es, glaube ich, wirklich mal Zeit für eine Eisenmine. Ah, ich habe die Steinmine noch nicht voll. Ein Steinbruch. Ich möchte ungerne jetzt die nächste Mine aufreißen, die ich dann auch nicht voll habe. Aber wenn ich mir angucke, wie weit ich laufen, bis meine Leute von hier oben nach da unten zu diesem Eisenfeld gelaufen sind. Die kommen hier unten an, die haben Hunger, die laufen sofort zurück. Das hatte ich nämlich auch schon. Das ist nicht schön. Vielleicht kann ich da ja einfach was anderes nachher drüber bauen. So auf Stelzen, Wohnhäuser. Bob, mitten in Steinbruch. Das wäre cool. Irgendwie sieht der Wald hier ein bisschen... Ah, okay, das sind bei überall die kleinen Bäume sind. Die fällen, glaube ich, zu viel. Na, noch kann er ordentlich sammeln. Wobei auch nicht mehr so wirklich, wenn die... Ach, okay, es hat sich nur 50-50 verteilt. Okay. Immer noch nur ein Student. Ja gut, die kommen jetzt aber alle nach und nach da rein. Wir haben kein Leder. Gehe ich richtig in der Annahme? Yep. Doch, 6 Stück.
Ja, dann hol's dir. Oder haben wir schon 50 Klamotten irgendwo rumliegen? Sieht natürlich auch kein Mensch. Ach nee, jetzt arbeitet er wieder. Ganz komische Sache. Ganz komische Sache. So, haben wir hier unten alles abgebaut. Sehr schön. Dann werde ich dort jetzt nämlich einen auf... Wenn ich's finde. Ich den Woodcutter Forest Lodge. Es ist doof, dass der Berg hier ist. Geht mir ein bisschen Kapazität verloren. Wisst ihr was? Ich werde das so machen. Und werde direkt hier noch einen hinsetzen. Und kriege sofort die Meldung, du hast kein Holz. Ja. Toll. Na, du Spasti, hättest auch mal auf Holz achten können. Ja. Ist okay. Aber Stein geht gut. Ich glaube, Stein kann ich... Ja, es geht noch bis 500. Wie viel habe ich jetzt hier insgesamt im Stock? 199. Das ist doch mehr, wie ich gedacht habe. Ich glaube, ich muss hier hinten langsam auch mal... Weiß nicht, brauchen die auch Wohnhäuser? Weil wenn die von zu Hause den ganz weiten Weg bis nach hier unten laufen müssen... Also ich hätte da keinen Bock mehr, großartig was zu arbeiten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Firewood. Ja, es steht und fällt alles mit Holz gerade. Traurig, aber wahr. Wir beschleunigen das nochmal auf plus 10. Das meine ich eben. Wir hätten jetzt schon einen Arbeiter mehr. Zwei Arbeiter hätten wir jetzt schon mehr. Aber die sind halt für 2 Jahre in der Schule jetzt. Aber ich glaube, das drückt so ein bisschen die allgemeine Stimmung in dem Laden hier nach oben. Insofern ist das, glaube ich, schon in Ordnung, wenn die in die Schule gehen. Ey, das Holz geht halt instant nach da oder nach hier. Wobei, der hat auch kein Eisen mehr. Ja, uns geht gerade alles so ein bisschen zur Neige. Ich muss unbedingt nach diesen beiden Forsthütten, muss ich unbedingt noch das andere Ding basteln. Hier, wie heißt's? Sag schon. Die Mine, die Eisenmine. Kann ich eigentlich jetzt schon mal einen Auftrag geben? 48 Holz! Alter! War das eigentlich noch alles abgefarmt hier? Ja, jetzt auf jeden Fall. Da brauche ich auch noch irgendjemanden, der da unten die... Ich habe akuten Personalmangel, würde ich sagen. 4 Studenten da drinne. Und ich sehe, ich überziehe auch gerade. Das war nicht meine Absicht. Ja. Und wir sind wieder nicht dazu gekommen, was ich eigentlich machen wollte, nämlich die Siedlung ausbauen, sondern machen hier unten so eine Scheiße. Okay. In der nächsten Folge, ganz bestimmt. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video sind wie immer gerne gesehen. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.